Ja, liebe Leute, mein Name ist Ivan, herzliches Willkommen auf meinem Kanal und damit begrüße ich euch zu einem neuen FFA oder zum zweiten Teil des FFA mit Lars, Pingu und Marcel. Scheiße, ich bin ja schon wieder dabei. It's me. Schon wieder. I was wondering the life. The form of the sky. Jetzt kommt die Weltzeit, müssen wir aufpassen. England ist ja aus der EU raus. Endlich. Yeah. Oh nein, Nazis. Wirklich? Echt, das kriegst du jetzt heute mit? Ja, ey. Nee, es war gestern. Das Problem, was mich jetzt einfach nur ankreuzt, ist einfach, er hat C-Vital, kann er jetzt mitnehmen. Ja, er nimmt's doch mit, ich hab's gesehen. Oh Mann, ich hab schon Panik vor dem Vieh. Das wird spaßig. Schissa. Ich hab endlich Panik davor. Okay. Monagoras, hallo! Und bin ja. Zurück, ich bin cool. Ja, aber hier, dafür kommt mein... Alter, da ist der Türsteher und noch ein Megalon, oh wow. Oh, greifen nice. Wir nicht, hab ich mit Monagoras drauf. Im letzten Kampf hat Megalon gewonnen, deswegen dachte ich mir, hey, ich nehme auch mal eins mit. Ey, so. Mann, und jetzt Leute, ist die Frage, hab ich... Ich hab eine Kampfattacke. Wer hat Monagoras mit? Das ist, der Abonnent, ich kann mir den Namen nicht merken. Lars. Lars, okay. Ja, so heißt. Jetzt ist die Frage, hab ich die Kraftreserve Eis da drauf oder nicht? Ja, fahren! Das macht guten Damage. Und Alter. Jetzt kommt der Hochmoos. Komm. Habe ich die Kraftreserve Eis drauf oder nicht? Ja! Da ja, ist boah. Das Ding! Da und warum ist Zorkex schneller als Mega? Ich frage mich auch gerade, aber ich glaube, weil ich einfach verdammt schlecht bin. Wow. Alter, der Türsteher. Schlecht. Du musst halt gerade was Türsteher nennen. Bereit, wie es da steht. Was? Bist sogar ein Shiny. Ja, der Türsteher, Mann. Also ich gerade, also... Also nicht angreifen jetzt, bitte glaube mir. Kann ihr einen Zurückwechsel eh in dieser Runde sterben? Ich nehme noch Piep, nimm mich noch mit! Ranavatz wechselt aus jetzt ab. Ja klar, da steht eh vor der... Bitte sag, du bist auf Garados gegangen. Nee. Nein! Jetzt lau auf mit Umkehrung! Oh nein, also ich würde auf Evo-Serb gehen. Ich würde auch auf das gehen. Mod 6, Baby, let's talk about it. Einkill, kriegst du doch mit! Dein Ernst, ist das dein fucking Ernst? Ich hätte es rausnehmen können mit einer Kraftreserve Eis. Überlege bitte, überlege. Aber okay. Pokémon ist ein Spiel mit Kopf, ja. Pokex braucht einen Kill. Ja, mit einem Hochmut. Am Opferkind ist das gerade. Greif mich mal nicht an, ich hab Power Punch. Da kann ich nur das Evo-Serb damit angreifen. Okay. Ja, scheiße. Okay. Ich glaube, wir sollten wirklich auf Evo-Serb gehen. Ich fällt auf jetzt noch nicht. Ja, ich denke es auch gerade, wie uns das Ding am besten kicken, aber. Okay, hier da greif mich mal nicht an. Ich hab Power Punch. Okay, du hast einen Power Punch. Greif jetzt mit Power Punch an, Alter. About all the good things and the bad things, that's maybe. Talk about sex, baby. Oh, er versteckt seinen Fokus. Da kann man Fokus, Mann. Bam! Los, Keks, komm zurück, wir Keks, bitte. Und jetzt bist du dran. Wunderschön. Das entscheidet sich dann noch schlimmer aus. Ja, aber süß. Warum auf mich? Frag ich mich auch gerade. Power Punch! Er spielt einfach Drachenroute, bitte. Ja, passt schon. Ja, nee, ganz toll gemacht. Das ist auch ganz klar. Ich paralysiere jetzt mal Evil-Tal, okay? Ja, ich setze mal Power Punch auf Evil-Tal ein. Das war auch ganz klar die bessere Idee, wirklich, ehrlich. Hallo Evil-Tal, was soll ein Evil-Tal gegen mich tun? So, das war auch wirklich die beste Idee. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that made und me. Nein! 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 Genau, da steht ein Juwel, aber du gehst auf Turbo Keks. Nein, das hätte so gut enden können. Wieso? Wieso? Da steht ein Juwel, da steht ein Juwel-Tal. Auf was geht man? Turbo Keks. Wieso? Ich hätte es so gut treffen können. Ich hätte einfach einen Bollenhelm, fick mein Leben. Ich hätte es so gut rausnehmen können. Wunderschön, du hast mich noch nie enttäuscht. Jetzt schon. Aber jetzt ist es hässlich, oder was? Ja.
Leute, das steht immer noch in Events Halle, ich glaube, ich würde das immer noch angreifen. Ja, das stinkt. Ja, Y. Okay, kann dem Ding halt nichts machen. Okay, okay, keine Angst, ich werde irgendwas rausnehmen. Jetzt nicht auf Server, oder? Ja, Mann, es trifft! So, Alter! Direkt, das war für Megalon. Oh, aber es brokelt. Ich krieg jetzt eh wieder Toxin ab. Warum spielt eigentlich so Spawner-Pokémon? Nein, Eve, ich paralysiere dich davor. Ja! Nice. Aber ich werde die Attacke auch ab. Ach, Mob! Oh, Mann. Ich glaube, wir verlieren gerade gegen Evil-Tal, wenn wir weiter so machen, gell? Ja, wenn du... Greif es doch einfach bitte an, danke schön. Ich greif's an, ihr beiden halt nicht! Ey, ey, ey! Diskutier nicht mit mir, mach es lieber platt. Okay? Ich okay, Kindwurm. Es wird immer besser gerade. Alles Flugpokémon, Kindwurm. Scheiße, ich kann los, nur den Kopf los, stoßen. Drück Erdbeben! Ich kann nur den Kopf stoßen! Scheiße! Ja, drück Erdbeben los! Ja, das heißt, er muss auf mich gehen, weil er die anderen nicht... Ah, ne, oder? Ja, als ob... Du machst einfach viel mehr... Greif das doch an, was könnten wir eigentlich? Ich kann gar nichts. Das merke ich. Ja, die Para, nice. Okay. So eine Missgeburt. Er hat doch gar keinen Alter, Problem, oder? Da steht ein E-Welter und du gehst aufs Kindwurm. Alter, Evil-Tal ist Null-Fred, Mann. Null-Fred. Das ist der Null-Fred, Alter. Das werden wir noch merken, Alter. Das Problem ist, Evil-Tal wird uns nachher wirklich kaputt machen und er wird es nicht merken. Ich find's so dumm, da steht Evil-Tal. Was, auf was geht man? Auf Kindwurm. Nee, auf Zyrokex. Alter, Evil-Tal ist nur ein Evil-Tal, ja? Nur ein Evil-Tal. So, bitte triff und Verwirrung. Jetzt bitte lass mich aber erstmal in Ruhe so den letzten Kopf. Was? Das ist wie kein Bauchtrommel? Frag ich mich auch, also. Fred! Genau. Als ob. Und jetzt wird es eh angegriffen. Ja! Verwirrung, komm schon! Ey, passiert mir nicht so. Solche primitiven Hacks passieren mir einfach nicht. Ja, und dann sag ich, Evil-Tal ist nicht der Fred, hä? Das Problem ist jetzt einfach, Igamaru ist gerade das schnellste Mann auf dem Feld. Irgendwie traurig. Ja, das ist gerade echt traurig. Aber ich hoffe, du kannst es guten Damage zufügen. Na, mal gucken. Also, Alter, Igamaru ist der Fred, Mann. Igamaru ist der Fred. Igamaru? Jubeltal. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich der Fred. Oh, hi Flygoon. Hi Flygoon, hi. Ach scheiße, ich hab das Falsche mitgenommen. Gut, ich kann's töten. Okay. Was kannst du töten? Jubeltal. Geh nicht auf ihn. Jetzt ist dein fucking Ernst. Er kann es töten und du gehst auf ihn. Ich hab ne Walzer drauf. Ja. Ich bin scheißiger Maru. Ich bin Kindwurm. Geh auf mich. Ja, ich bin auf euch beide gegangen. Bist so dumm. Come on, bitte. Jetzt kriegen wir halt nicht mehr raus. Ganz toll gemacht. Wirklich. Als ob, man, als ob ihr keine Eisattacke auf eurem Pokémon habt. Ich habe auch keine Eisattacke, überlege. Guck mal. Ja, okay, ich kann das eh noch klären. Wartet mal. Ich kann das eh noch klären, ja. Lass mich auswechseln. Ich bin Skaf. Eine Missgeburt, ey. Echt, du bist so kacke, weißt du das? Alter, warum? Ja, weil das dumm war von dir so ist zu spielen. Ist ein MMA hier, ist ein Szene. Ja, aber so viel. Wir haben halt scheiße gegen. Wenn ein Juwelter vor allem nicht nur auf Juwelter geht, sondern eher auf Kindwurm. Ja, chill. Überlege. Du machst du, Alter. Ich guck nicht rein. Ja, nützt eh nichts. Ich weiß. Jetzt bist du einfach gleich schneller als Branner, was? Kindwurm das schnellste Mod auf dem Feld. Siehst du, Juwelter. Kann nichts machen gegen uns. Kann nichts machen. Es kann dich two-hitten und es kann Eve two-hitten. Ja, ich bitte dich. Und er hat Standpauke, dadurch ist mein mein Spezialangriff gedroppt. Ohne Witz. Ganz ehrlich, Marcel, hast du schon mal was vom Competitive gehört? Nee, sowas kenne ich nicht. Genau, das merkt man gerade. Ich bin nur normales Casual. Oh Mann. Ich kann einfach Juwelter nicht angreifen. Ich kann's auch nicht. Ich sterb dann, wenn ich angreife. Ja, geh doch einfach auf Vulkan, Eve, Alter.
Geh auf Branawatz, hat er verdient, ganz ehrlich. Dann kommst du. Okay. Ja! Flinch. Flinch. Ja! Ja! Nein! Nein! Ja, als ob. Nein! Nice! Jetzt bist du noch schneller. Kidbob stellt das Mann auf dem Feld. Ich kann auch auf Erdkräfte gehen. Nein. Nimm einfach dieses Pokémon raus, ohne Witz. Ganz Animation. Nimm es einfach raus. Scheißegal. Sonst war es wieder voll. Gut. Aber er hat sogar noch ein Eposerb. Really? Ja, aber mit mir sagen... Flinch nochmal, das wäre richtig witzig. Schade. Und, was passiert? Icy, hast du ein Icy drauf? Das bringt doch nichts mit Siedewasser! Ohne Witz! Ja, sag was Besseres. Und ja, weil du mein Walzer. Machst auch nix, Eve. Mein Walzer, ich bin die ganze Zeit geparrt, ich kann nichts machen. Ich würde gerne was machen. Du hast eine Frage, weißt du eigentlich, was ein FFL ist? Ich denk's auch gerade. Ich hab das Gefühl, irgendwie nicht. Und sonst wird er mich schon lange rausgenommen. Ach, come on, Alter. Und da, du bist selbst dran schuld, Marcel. Du darfst dich über nichts beschweren. Das Problem ist, ich glaube, er hat keine Attacke, um dich rauszunehmen. Ich habe gerade Rückenwind gesehen, Toxin und Standpauke. Also nach, ob er mich angreifen kann. Ich glaube, es kann dich gar nicht angreifen. Er kann... Ja, er kann auch Ruheort. Spaß. Ja, er hat Ruheort. Wir müssen es rausnehmen. Und Eposerb kann... Ja, okay, dann alle zusammen. Der Eposerb hat genau das gleiche Set, was ich hatte. Wow, auf dem Deco Royale. Ja. Wir müssen es rausnehmen, wir können sonst nichts machen. Ja, aber ich kann halt nichts. Ah doch, ich kann sowas gegen Gewaltheimer machen. Flammenwurf! Ja! Para! Nice. Irgendwann nehmen wir es raus. Ja. Ich kann nichts, sonst nimmt er mich mit den Edelsamen raus. Überlege, bitte, sei mal ehrlich. Ist doch verständlich, also. Kidbob regeneriert sich langsam wieder hoch. So, jetzt greife ich mit Orkan an und ich hoffe, dass ich die Verwirrung kriege. So, alle jetzt wieder drauf da. Jetzt überlebe ich nämlich wieder eine Standpauke. Sowas passiert, Leute, sowas passiert, wenn man statt Juwelta anzugreifen, einen Igomaro angreift. Ja. Ja, vor allem, ich habe Hitzewelle eingesetzt. Ja, warum ist das so dumm? Ja, ich hab getrollt. Mit dem Plus 6 weiter auf den Dinger feiern nice. Können. Bitte komm durch und triff. Bitte komm durch und triff. Oh Gott! Jetzt kommt ein Ruheort, wetten. Geh doch auf Zen-Kopfstoß auf Iweltal, da das hast ist du schon. Unlicht! Stimmt, das ist Unlicht. Oh, das ist die ganz bisschen. Das Problem ist jetzt, wenn ja, jetzt der Ruheort leid. Kommt. Erstmal den Papierkorb lernen. Haben wir die Zeit dafür jetzt? Rückenwind ist nach. Okay, okay, damit ist Kidbob wieder schnellstes Mon. Ist es schon die ganze Zeit, aber okay. Ah, Kidbob. Wenn er jetzt wieder die Para kriegt, kriegen wir es raus. Crit. Oh, bitte tritt. Ach nee, scheiße. Oh Mann. Oh, Gott sei Dank. Ja. Es ist raus. Ah oh, ja, wir können es rausnehmen. Einfach geht beide auf das Mon, dann ist es draußen. Gott sei Dank. Macht mehr Damage, als ich erwartet habe, fällt mir dann auf. Ja, siehst du, habe ich schon gesagt, die wird halt kein Problem, Alter. Ja, du kannst Alter, froh sein. Du kannst froh sein, dass die Para gekommen ist, ne? Echt? Alter, Eve, wenn du jetzt nichts triffst, ne? Ich glaube, das reicht sogar nicht mal. Doch, wenn er Flammenwurf macht und du wieder siehst, was erreicht das aus und ich mit Orkan spätestens dann. Ich müsste nur mal treffen. Hast du nicht noch eine andere Attacke aus Orkan? Nein. Oh, scheiße, ich hab Kindwurm angegriffen. Das nein! Das hat er nicht gemacht. Das hat er. Das ich hab Kindwurm angegriffen. Sorry! Okay. Ja! Easy. Okay, sorry, Kindwurm. Außer bitte triff nicht, bitte triff nicht. Ja! Gott sei Dank. Kindwurm! 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 Gerade wo ich unbedingt, dass es weißt du, was schlimm wäre, wo ich unbedingt mit treffen wollte, trifft es nicht. Jetzt, wo ich nicht mit treffen will, hätte es getroffen. Arme Kidbob, hat er nicht verdient. Das ist Kidbob.
So, was hat er jetzt noch? Er hat jetzt nur noch Dings. So, dann müssen wir nur noch Marcel einmal rauskicken, das Mann. Also das kann ich auf jeden Fall nicht. Das ist sieht man aber in der guten Attacken. Aber du kannst mit Flammenwut dieses Dings rausnehmen. Evo selbst kriegt, ey, ja, Kidwurm kriegt noch einen Kill, Kidwurm kriegt noch einen Kill, ich glaube nicht Kidwurm. Das Problem Kidwurm. Ist, stopp. Wir dürfen uns nicht selber, wir dürfen, Marcel, du darfst nicht die Gegenüber angreifen, ne? Wir beide haben noch zwei Mons. Synthese. Will es mich ficken? Ja, es will uns alle ficken. Ehrlich, really? Lamm? Ey, das macht sogar Damage. Ja klar macht das Damage. Björn! Ach Mann! Ja! Komm durch, bitte! Oh Gott! Kannst du eigentlich auch treffen? Ich kann überhaupt nicht treffen! Was ist denn das für ein Fickvieh? Es ist wunderschön! Es ist hässlich! Okay. Aber du müsstest jetzt eigentlich am Toxin sterben. Ja, stirbt er auch. Uah, ich hab mit 3 jetzt was runtergeschmissen. Oh, ich lebe noch! Ich lebe oh, schade, er lebt da! Er überlebt einfach! Ja, er ich hätte Speier damit Hitzewelle rausnehmen können. Ey, erst Evo Sepp rausnehmen. Du darfst ihn nicht mit Hitzewelle rausnehmen, weil das FFA sonst vorbei ist, das darfst du nicht. Du musst im Prinzip das nur eine Angriffsmove machen. Erdbeben for the win! Ey, das ja, was soll ich denn machen, Alter? Ich kann eigentlich gar nichts machen, Junge. Du kannst keine Doppelattacke einsetzen, das darfst du nicht. Ich hab Wutanfall, Erdbeben, Hitzewelle und dann noch Kehrtwende, aber das ist scheiße. Ja, dann mach Kehrtwende. Dann geh auf Kehrtwende. Nee, Alter. Ja, dann ist das FFA zu Ende. Ja, dann mach ich Kehrtwende. Ja, egal, ich kann euch eh mit Kehrtwende ausnehmen. Nein, bitte sagt ihr seid beide auf das Vieh gegangen. Nein. Ich bin jetzt schon rausgefokust. Steigung, geh mal bitte mal auf Evo Sepp. Flammenwurf und Burn. Oder? Okay, schade. Aber wie einfach Kidwurm gleich wieder voll geheilt ist, ne? Kidwurm gammelt sich von 5 KP von hoch. Los, ich will Kicks. So, jetzt wird's nochmal spannend. Oh, jetzt kommt ein Burn. Jetzt ist die Frage. Geh auf Catwind auf Evo Syrup. Ne, echt? Ja, scheiße. Einfach weiter auf Evo Sepp gedrückt. Es nicht. Doch, es müsste eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die Kraftreserve Eis drauf habe. Ja! Nee. Ja, er entscheidet sich. Oh, Alter, er entscheidet ja! sich. Ja! Einfach für Quint, sich, Alter. Quint, Alter, hat's getan. Sonst hätte ich nie im Leben Flygon rausgenommen. Ja. Easy, Phil Kicks gewinnen. Ja, Phil Kicks gewinnen. Kindswurm hat gewonnen. Junge. Nein, da holt er sich den Sieg. Easy. Alter, er hat es einfach für sich entschieden. Alter. Also ich bin Kindswurm hat gewonnen. Nee, Phil Kicks hat gewonnen. Bitte. Hallo, Yvette hat gewonnen hier. Ja, du warst dumm. Alter, warum? Wir hätten es jetzt fast nicht rausnehmen. Ja, wir hätten es aber fast nicht rausnehmen können. Ich hab's ja, na und? Nee. Learn to play, du Noob. So. Muss jetzt mal gesagt werden. Auf jeden Fall richtig schönes Match. ich will Keks hat gewonnen, damit haben wir uns einen Sieg geholt, zumindest ein. Letztes Mal leider nicht. Aber gut, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke an dich, Lars, dass du dabei warst. Nee. Ingo und auch an den Marcel. Also Lars, Lars, ich würde dich gerne mal auf Twitter anschreiben. So, was frische Pokémon, nimmt man den FFA mit. Es ist kein Style mehr. Fokus ist Fokus Pingu. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch hier einen Daumen. Ein Herz für Kindwurm. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut dies auch. Ansonsten alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Wir sehen uns. Ein Herz für Hitze, Alter. Beim nächsten Mal wieder. Tschüss.